Hallo und herzlich willkommen bei Kirchborg TV. Schön, dass du reingeklickt hast. Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen zu einer ganz besonderen Kirchenführung. Ich bin im Real Life, wenn man so will, öfters angesprochen worden, ob ich nicht mal eine Kirchenführung machen könnte. Und diesem Wunsch komme ich natürlich gerne nach. Das mache ich auch gerne hier in diesem wunderbaren Areal. Und ich möchte jetzt keine historische Kirchenführung machen, sondern eine, ja, wenn man so will, eine architektonische. Ich möchte von außen nach innen gehen und zum Gebäude an sich etwas sagen, sodass die Kirchenführung, ja, wenn man so will, eine universale Kirchenführung ist. Sie ist zwar jetzt exemplarisch hier in Seitingen-Oberflacht, aber eigentlich sind die Gedanken, die ich dazu habe und die ich jetzt dann sagen werde, auf alle Kirchen anwendbar. Grüße gehen auf jeden Fall raus an Eileen, die mich explizit angesprochen hat. Eileen, liebe Grüße und liebe Grüße auch an die Kirchenglocke, die uns gerade so freundlich begrüßt haben. Weil es 360 Grad sind, ich wechsle die Perspektive. Und habe jetzt in meinem Rücken eben das Gebäude, die Kirche, hier in Seitingen-Oberflacht Maria Himmelfahrt. Und bevor wir reingehen, möchte ich noch zum Gebäude an sich bzw. zum Kirchturm etwas sagen, weil dieser Kirchturm ja bringt auch eine religiöse Dimension zum Ausdruck. Wenn man so will, ist es ein Trichter. Die Gebete des Volkes Gottes werden gesammelt, zusammengeführt, wenn man so will, und wie ein Trichter nach oben zu Gott gebracht. Er hört unsere Gebete, er hört unsere Klagen, unsere Bitten, unseren Lob, unseren Preis an ihn. Und wir glauben eben als Christinnen und Christen, dass es nicht irgendwie ins Off hineingesprochen wird, sondern dass da der liebende Vater da ist, der für uns ein offenes Ohr hat. Und zum anderen kann man das natürlich auch umdrehen, der Kirchturm. Die Liebe Gottes geht vom Punkt Gott aus und wird dann über alle Gläubigen, über alle Menschen dieser Welt, wird diese Liebe dann, ja, zu den Menschen gebracht und alle dürfen aus dieser Liebe Gottes auch leben. Auch das ist unsere Hoffnung, unser Glaube, dass Gott uns liebt und eben allen Menschen diese Liebe zuteil wird. Jetzt aber draußen genug gesprochen. Ich lade euch ein, mit mir in die Kirche durch den Haupteingang hineinzugehen und dann werde ich hinten beginnen und wir werden uns Stück für Stück nach vorne durcharbeiten. Viel Spaß noch einmal bei diesem Video und jetzt bei dieser 360-Grad-Kirchenführung von Kirchborg TV.